Hallo, ich bin Eva Nitschinger, Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe die DSS, die Selbstliebeschule, in die Welt gebracht. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und mehr Selbstliebe und Vertrauen in dein Leben lassen möchtest. Ich wünsche dir tiefe Erkenntnisse und freudige Erfahrungen und stell dir auch gleich das heutige Thema vor. Wenn du mich online treffen möchtest, dann komm gerne in die Selbstliebeschule, ist verlinkt in den Shownotes, oder du triffst mich offline in meiner Praxis in Saarbrücken oder beim Selbstliebe-Retreat in Andalusien. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte ein bisschen Werbung machen, bevor ich mit der Meditation beginne. Es gibt derzeit sehr, sehr viel Kostenfreies, aber auch Kostenpflichtiges. Kostenfrei kannst du jeden Sonntag 16 Uhr mit mir gemeinsam The Work machen. Ich lade in meinen Webinarraum ein und der Link zu diesem Webinarraum geht an alle raus, die in meinem Newsletter-Verteiler sind. Wenn du dir eins meiner kostenlosen E-Books runtergeladen hast, bekommst du auch den Link. Also wenn du zum Beispiel das E-Book Erste Hilfe bei Angst dir heruntergeladen hast oder diesen Selbstliebetest machst, den ich auch hier unten verlinkt habe, dann bist du auch in meinem E-Mail-Verteiler und bekommst den Link zum kostenfreien Worken Sonntag 16 Uhr. Am Dienstag, also morgen, werde ich mit der lieben Simone, die derzeit auf Bali ist, live gehen, auch kostenfrei. Und sie wird eine wunderschöne Herzmeditation anleiten. Des Weiteren kannst du natürlich in die Selbstliebeschule kommen und deine Themen mit meiner Unterstützung und auch mit der Unterstützung von dieser wunderbaren Community aufarbeiten. Wenn du ausgebildet werden möchtest, kann ich dir den Heilpraktiker-Psychotherapie-Kurs als Selbstlernkurs anbieten. Du kannst zu Hause mit meinen aufgenommenen Audios den Unterricht, den ich bis jetzt in ein- oder zweijährigen Kursen unterrichtet habe, vollständig anhören. Und wenn du selbst Online-Coach werden möchtest, um so wie ich andere durch Krisen zu begleiten, dann startet diese Woche mein Bootcamp 2020. Diesmal heißt es Selbstliebe Bootcamp. All das ist unter dieser Episode verlinkt und ich freue mich sehr, wenn ein oder mehr Angebote dich jetzt gerade total ansprechen. Und wenn du in die Coach-Ausbildung kommen möchtest, dann machen wir einen Termin und unterhalten uns, damit du auch wirklich weißt, ob diese Coaching-Ausbildung für dich genau das Richtige ist. Und jetzt lade ich dich ein, in die Stille zu gehen, dir es gemütlich einzurichten und dich bereit zu machen für die heutige Meditation. Danke, dass du da bist. Da möchte ich heute eine kleine Meditation anleiten, die uns auch hilft, uns nochmal zu erden, im Körper uns einzurichten. Und ich lade dich dazu ein, dich hinzusetzen, ganz bewusst. Entweder im Yoga-Sitz, dann spür den Boden unter dir. Oder am Sessel, Stuhl, Couch. Dann spür die Sitzunterlage unter dir. Und nimm die Lehne im Rücken wahr. Und gib dein Gewicht an die Sitzunterlage ab. Nimm wahr, dass du gehalten wirst. Und spür den Boden unter deinen Füßen. Dieser feste Boden,
der all das hält, was auf ihm steht. Und nimm wahr, dass du getragen wirst. Getragen, gehalten und nimm wahr, dass du geatmet wirst. Die Atemluft strömt ganz von selbst in den Körper ein und wieder aus. Ganz von selbst ein und aus. Du musst nichts tun. Alles wird für dich getan. Du bekommst Halt. Du wirst getragen. Und du wirst geatmet. Und folge mit deiner Aufmerksamkeit der Atemluft nach innen und beobachte, was jetzt gerade in dir los ist. Vielleicht spürst du irgendwelche Körperempfindungen, eine Offenheit, oder ein Drücken, Enge, ein Ziehen oder Stechen, ein Kribbeln, was auch immer es ist. Nimm es an, so wie es jetzt ist. Versuch's nicht zu verändern, sondern beobachte es einfach. Und bemerke immer wieder, wie die Luft einströmt in deinen Körper, wie die Lunge auseinandergeht und wieder zusammengeht, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Ganz von selbst geschieht es für dich. Vielleicht magst du mit deiner Aufmerksamkeit ein paar Sekunden bei der Lunge, bei deiner Lunge verweilen. Beobachten, wie sie ihre Arbeit tut. Ja, vielleicht hast du das noch nie bemerkt, wie wunderbar deine Lunge arbeitet, ohne dass du sie drum bittest. Ohne dass du was dafür tust. Sie nimmt die Luft ein und lässt verbrauchte Luft wieder raus. Vielleicht fühlst du so etwas wie Dankbarkeit für deine Lunge, die diese Arbeit schon seit so vielen Jahren oder Jahrzehnten für dich tut.
Und vielleicht magst du auch den Bronchien deine Aufmerksamkeit schenken und merken, wie die Luft in die Lunge weitergeleitet wird. Durch den Hals durch, hinunter in die Lunge. Und du bemerkst vielleicht die Luftröhre, dein Rachenraum, hoch bis zur Nase. Und bemerkst, wie wunderbar diese einzelnen Teile deines Körpers zusammenspielen. Mit jeder Minute Luft ein- und ausströmen kann in deinen Körper. Jede Minute mehrfach. Jede Sekunde. Jeden einzelnen Moment. Und bemerke auch gerne dein Herz, das Seins dazu tut, dass du in diesem Leben, in diesem Körper leben kannst. Das Leben erleben kannst. Dinge tun kannst. Dich bewegen. Arbeiten. Künstlerischen Dingen nachgehen, kreativ sein, lieben, lachen, singen, tanzen, weil das Herz seinen Job macht für dich. Schenk auch deinem Herzen einen Moment deine Aufmerksamkeit. Und vielleicht magst du deinem Herzen auch danken dafür, dass es den Job so gut macht für dich. Und dann beobachte deinen Magen-Darm-Bereich, all die anderen Organe, die es noch gibt, Bauchspeicheldrüse, Galle, Niere, Leber, Harnblase, alles das, was hier drinnen ist und für dich arbeitet. Geh mal mit deiner Aufmerksamkeit durch. Und bemerke, wie wunderbar diese einzelnen Organe zusammenspielen, damit du hier überleben kannst. Schenke dem Beckenraum deine Aufmerksamkeit mit den wunderbaren Knochen, die dich sitzen, stehen und gehen lassen. Dein Schambereich mit der Harnröhre, der Vagina. Auch hier ein wunderbares Zusammenspiel von so vielen verschiedenen Körperteilen, damit du ein Mensch sein kannst hier auf Erden. Und bemerke deine Beine. Schenke ihnen Aufmerksamkeit, zuerst dem rechten und dann den linken, hinunter bis zu den Zehenspitzen.
alles für dich, damit du dich bewegen kannst hier auf dieser Erde. All die Muskeln und Sehnen und Faszien, die zusammenspielen, die Haut, die dem Ganzen Halt gibt von außen und eine Grenze bietet, all das für dich. Und dann geh nochmal mit der Aufmerksamkeit hoch, vielleicht die Wirbelsäule hoch, jeden einzelnen Wirbel bemerken, die Zwischenräume zwischen den Wirbeln bemerken, die Muskeln im Rücken bemerken, all das für dich, dass du aufrecht sitzen kannst, stehen kannst, gehen kannst, tanzen kannst, laufen kannst, Sport machen kannst. Alles auf so wunderbare Art und Weise zusammenkomponiert. Alles passt perfekt zusammen, damit du als Mensch hier auf diesem Planeten all das machen kannst, was du machen möchtest. Bemerk den Nacken, die Schultern. Geh hinunter mit der Aufmerksamkeit die ganzen Arme entlang bis zu den Fingerspitzen. Bemerke deine Hände, die vielleicht irgendwo aufliegen oder sich gegenseitig berühren. Vielleicht bemerkst du sogar bei diesem Beispiel jetzt, dass du das nicht gemacht hast. Die Hände haben sich von selbst dorthin gelegt. Vielleicht ohne dein Zutun, ohne deinen Willen. Und du bemerkst es jetzt, weil du ihnen deine Aufmerksamkeit schenkst. Auch deine Arme und deine Hände sind dafür da, damit du in dieser Welt etwas erschaffen kannst. Damit du umsetzen kannst, was du in deinem Herzen trägst. Oder was deine Gedanken dir sagen. Und geh mal in deinen Kopf hinein, zu dem Gehirn, wo all die Gedanken herumflitzen, die kommen und gehen und du weißt gar nicht, von wo sie kommen und du weißt überhaupt nicht, wohin sie gehen. Auf einmal sind sie da. Die meisten kennst du schon, manche sind vielleicht ab und zu mal neu. Und du bemerkst sie. Und auch wenn du das jetzt nicht so sehen kannst im ersten Moment, auch diese Gedanken sind für dich. Dein Gehirn hat einen Job. Und dieser Job heißt, aus vergangenen Daten, die alle gesammelt werden in dem Gehirn, aus diesen vergangenen Daten vorausberechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit irgendetwas dein Leben gefährden könnte. Das ist der Job, der Hauptjob von dem Gehirn. Das heißt, all die Gedanken, die jetzt vielleicht vermehrt auftauchen, sind Gedanken, die dir nutzen sollen, die dich abhalten wollen, irgendetwas zu tun, weil es gefährlich für dich sein könnte. Die dir irgendwelche Bilder vors innere Auge bringen, damit du ja vielleicht zu Hause bleibst oder dich ruhig verhältst oder
vielleicht für dich sorgst auf eine Art und Weise, wie du es bisher noch nicht gemacht hast. So negativ solche Gedanken vielleicht gerade sind oder so angstmachend, sie sind für dich, damit du überlebst. Damit du möglichen Gefahrenmomenten aus dem Weg gehen kannst. Das will das Gehirn. Und vielleicht kannst du auch schon deine Gedanken genauso beobachten wie zum Beispiel dein rechtes Knie. Du gehst ja mit der Aufmerksamkeit einfach hin zum rechten Knie, nur weil ich jetzt rechtes Knie sag. Und wenn ich linke Hand sag, gehst du zur linken Hand. Also du bist nicht dein rechtes Knie. Du bist doch nicht deine linke Hand. Du bist nicht deine Lunge. Und du bist auch ganz sicher nicht deine Gedanken und noch nicht mal dein Gehirn. Du bist nur die, die das beobachtet. Du bist die Beobachterin all dessen, was jetzt gerade in dir geschieht. Und du kannst entscheiden, was du beobachtest. Beobachte ich meine Lunge, die stetig Luft reinlässt und Luft wieder rauslässt? Beobachte ich mein Herz, das klopft und pumpt? Oder beobachte ich meine Gedanken? Ja, ich entscheide, was ich beobachte. Und du kannst entscheiden, was du beobachtest. Und wenn du deine Gedanken beobachtest, kannst du entscheiden, ob du die Gedanken glaubst. Oder ob du sie überprüfst. Im Grunde kannst du jeden Gedanken, den dein Gehirn gerade denkt, überprüfen. Um immer mehr und mehr herauszufinden, was genau steckt dahinter, welches evolutionäre Programm, welche reinszenierten Kindheitserfahrungen, welche übernommenen Geschichten von meinen Ahnen, ja, oder welche Erlebnisse aus meinem Leben, die einfach nicht verarbeitet sind und dem Gehirn immer wieder Material liefern, um vorauszuberechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es nochmal passiert. Inklusive aller Panikgedanken, Angstgedanken und Flucht- und Kampf- und Todstellgedanken. Du kannst es stoppen, indem du deine Beobachtung auf was anderes legst. Entweder auf irgendetwas in deinem Körper, was gerade wunderbar funktioniert, oder auf deine Atmung, die auch immer wunderbar funktioniert. Und beides, dein Körper und deine Atmung, sind immer im Hier und Jetzt. Oder du kannst dich dafür entscheiden, deine Gedanken zu beobachten. Und dann wirst du merken, wie sie dich schnell wegziehen in die Vergangenheit, oder in die Zukunft,
Und auch das ist total in Ordnung. Es sollte dir nur bewusst sein, dass du das entschieden hast und dass du da mitgenommen wärst, weil du anhaftest an den Gedanken. Und dann bist du in der Vergangenheit oder dann bist du in der Zukunft. Und dann kommen die dazugehörigen Gefühle hoch. Und sobald es dir zu unangenehm wird, kannst du das stoppen und ins Hier und Jetzt zurückkommen. Indem du einfach deine Aufmerksamkeit umlegst auf die Atmung, auf den Körper. Oder wenn du das noch nicht so gut kannst oder dir das Angst macht aus irgendeinem Grund, kannst du es auch im Hier und Jetzt tun, indem du, wir probieren es gleich mal aus, ganz langsam und bewusst deine Augen öffnest. Einfach mal schaust, was du jetzt gerade siehst. Hier in diesem Raum, wo du gerade bist. Beweg deinen Kopf und schau dir alles an, was da gerade jetzt um dich herum passiert. Vielleicht siehst du irgendwo einen Baum oder eine Pflanze. Oder so wie ich gerade auf meinem Balkon, einen Vogel, der da drüben zwitschert. Vielleicht siehst du aber auch einfach dein Laptop vor dir oder dein Handy, eine Lampe, ein Bild, deine Tasse. Das ist hier und jetzt. Du wirst merken, dass es jetzt gerade gar kein Problem gibt. Jetzt gerade, alles gut. Jetzt gerade alles in bester Ordnung. Und noch immer geht Luft in deinen Körper rein, ganz von selbst. Und du hast es jetzt nicht bemerkt in den letzten 1-2 Minuten, stimmt das? Geht noch immer in den Körper rein und wieder raus. Ganz von selbst. Und dann atme einmal bewusst tief ein und lass die Luft raus. Nochmal ganz bewusst tief einatmen und rauslassen. Und vielleicht dabei lächeln, wenn du magst. Und nochmal tief einatmen und ausatmen und dabei lächeln. Und einmal noch, tief einatmen, gerne die Arme auseinanderbreiten, tief, tief einatmen. Und seufzen, strecken, rekeln beim Ausatmen. Und gern den Körper abklopfen, damit du auch ganz sicher wieder hier im Körper zurück bist. Und gerne einen Tee trinken oder ein Glas Wasser und ganz, ganz, ganz bewusst dich im Hier und Jetzt in deinem Raum verankern. Ja, danke, dass du dabei warst.